Containers aufgetaucht. Das sind aber alles Angriffsvorhersagen im Baumodus anzeigen lassen. Da das Gramm im Basislager nun möglich ist, kannst du dir Angriffsvorhersagen im Baumodus ansehen. Die Angriffsvorhersagen werden nach dem Umschalten der ausführlichen Informationen des Gebäudes angezeigt. Okay. Von mir aus. So. Ich denke allerdings, diese ganzen... Oh, große Heilkräuterfarmen, große Gemüsefarmen. Ich denke, dass... was soll ich jetzt sagen? Danke, Weave, dass du mich wieder unterbrochen hast. Dass die Container, die hier jetzt wieder auftauchen, dass es einfach nur Materialien und Behälter sind. Daher weiß ich nicht, ob das wirklich was bringt, wenn wir das holen. Große gemeinschaftliche medizinische Versorgungseinrichtung. Das ist ein Zentrum und das ist Nahrungslager. Großer Wassertank. Okay. Großer. Oh, das sieht gut aus. Oh Gott, hier fehlt aber ein bisschen Eisen. Okay. Also, zuallererst werden wir das hier jetzt abbauen. Was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Weil sonst ist es einfach doof. Okay. Also, reißen wir mal hier den doofen Zaun ab. Dann tun wir auch hier diesen ganzen Müll entsorgen. So, weg damit. Das kann jetzt wieder ewig dauern, weil man kann ja nicht irgendwie mehrere gleichzeitig aussuchen. So. Dann bauen wir erstmal Space Camp ein bisschen aus. Dann habe ich erfahren, dass wir noch kurz zurück zur Quarantäneplattform müssen, weil ich da anscheinend tatsächlich was verpasst habe. Habe ich zufällig bei der zwischen den Folgenaufnahme im Koop-Modus von dem Professor erfahren. So. So. Oh, es ist nervig. Kann man das nicht irgendwie beschleunigen? Na, na, na. Na, na, na. Oh, Mann. Jetzt geh weg. So, da guck mal, den Schutt tun wir auch gleich weg. So, weg damit. Krieg mal ein bisschen Eisen. Noch mehr Eisen. Vielleicht kriegt man tatsächlich die 222 voll und können den großen Wassertank bauen. Bezweifle ich jetzt aber stark. So, noch mal was weg. Und juhu, noch mehr weg. Yay, ich freue mich. Das ist überhaupt nicht nervig. So, so. 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 Aha. Es ist jetzt die letzte Reihe, ich hoffe es. Ich habe nicht mitgeguckt. Nee, da hinten stehen auch noch ein paar. Oh nein. Komm, wir tun Miranda abbauen. Geht das? Nö, schade. Obwohl, das ist unsere einzige Sanitäterin gerade. Das wäre doof, wenn ich die jetzt wegmache. Es kann nur noch Stunden dauern. So, das noch weg. Und das noch weg. Das noch weg. Oh, ist das nervig. Das noch weg. Jawohl. Ach, guck mal. Doch kein Zaun mehr. Sehr schön. So, das waren die Zäune. Das kommt auch weg. Die Fackeln brauchen wir auch nicht mehr. Die nehmen wir jetzt einfach auch wieder mit. So. Die Fackel kommen auch weg. Die da auch, die ist auch total unnötig geworden. Und die da auch. So. Okay, wie bauen wir? Das ist natürlich jetzt die riesige Frage. Was, wir können ja jetzt große Zelte bauen. Mittleres Zelt, okay. Wo machen wir unser Zeltlager? Ich würde es tatsächlich hier irgendwo bauen.
Hier vielleicht, pass auf. Einmal. Und zweimal. Beziehungsweise, wenn, dann bauen wir schon irgendwie relativ knapp nebeneinander. So. Das passt. So. Dann können wir das einfach so bauen. Das so. Und das so. Dann ist es Kunst. Das hier stellen wir einfach... Ne, das lassen wir hier. So. Okay. Die Wasserversorgung würde ich auch tatsächlich zentral irgendwo machen. Brauchen wir das noch? Lagerbegrenzung. Ach so, das... Okay, das brauchen wir schon. Das ist okay. Dann pass auf. Essen. Und Essen. Da haben wir den Platz hier auch gut belegt. Das sind die medizinischen Güter. Die kommen jetzt auch einfach mal hier hin. Nehmen das Essen. So. Dann ist es hier einfach so Lager. Dann, wie machen wir das? Habe ich genug, um das jetzt zu bauen? Schade. Okay, großer Wassertank können wir auch nicht bauen. Da fehlen uns auch noch ganz viel Eisen. Aber das hier können wir machen. Ein großes Nahrungslager. Dann bauen wir das doch einfach hier gleich daneben hin. So, und ein großes medizinisches Versorgungslager können wir auch bauen. Wo bauen wir das hin? Bauen wir das einfach mal hier hin. So. Okay. Große Gemüsefarm brauchen wir von allem eins. Warte, das kriegt man schnell hin. Einmal. Halt, Mais habe ich. Zwiebeln. Tomaten. Und ganz da hinten haben wir, glaube ich, noch die Kartoffeln. Ja. Sieht gut aus. So. Dann können wir das nämlich auch bauen. Beziehungsweise ich verlege jetzt auch die ganzen Felder. Pass auf. Folgendes. Folgender Plan. Das stellen wir jetzt einfach mal alles hier hinten hin. Dass es einfach mal kurz aus dem Weg ist. Das hier sind Tomaten. Das hier... Ah Mist, das Geschütz ist im Weg. Kann ich das nicht hier hinstellen? Schade. Dann kommt das jetzt einfach mal hier hin. Zwiebeln. Zwiebeln. Tomaten. So. Das ist der Mais. Den können wir tatsächlich noch hier hinbringen. Mais, Mais. Zwiebeln, Zwiebeln. Tomaten, Tomaten. Und dann noch hier die Kartoffeln. Das Geschütz ist einfach nur im Weg, ne? Kartoffeln. Ja, toll. Stellen wir es mal dahin. In die Richtung, bitte. Und Kartoffeln. So. Und jetzt können wir doch einfach eine große Gemüsefarm hier unten drunter hinbauen. So. Okay. Eine große Heilkräuterfarm. Die müssen wir jetzt auch erstmal woanders hinlegen. Wermut, Wermut, Lungenzian, Lungenzian haben wir nicht mehr. Ah doch, aber... Okay. Alles klar. Das kommt hier hin, das große Feld. So. Dann kommt hier der Lungenzian hin, zweimal. Zeigt der in die richtige Richtung? Ja. Und hier kommt dann noch das Wermut hin. So. Haben wir das ein bisschen voneinander getrennt? Sieht absolut doof aus, aber egal. Wird schon irgendwie passen. So. Die Sachen hier. Fand ich zwar ganz gut, dass sie zentral sind. Jetzt tun wir sie halt ein bisschen weiter nach hinten. Das ist Waffe, das ist Gegenstände.
Machen wir es doch einfach so. Waffengegenstände. So. Dann kommt hier die Kleidungswerkstatt hin. Da kommt Futter. Die zwei müssen ganz kurz mal weg. Das ist das Unterstützungszelt. Das bleibt hier. Dann kommt noch das da, die Medibank. Die stellen wir hier daneben. Und der Smokergrill kommt hier hin. Dann ist es einfach unser kleines zentrales Lagerchen hier. Und jetzt das Wasser. Wasser 1. Wasser 2. So, das Zelt, das stellen wir einfach hier daneben. Neben das medizinische. Was ist das nochmal? Ein Wassertank. Damit es einfach schön aussieht, kommen hier welche hin. Neben das Feld. So. Dann können wir das auch hier hin bauen. Obwohl, das ist da. Das stellen wir daneben hin. Halt! So. Okay. Die hier tun wir... jetzt habe ich es gar nicht mitgenommen. Danke. Das kommt einfach hier hin. Dann sieht es einfach gut aus. So. Das ist das Nahrungszentrum. Sollen wir das hier lassen? Kann es auch einfach hier hin bauen. Oder hier. Ne, hier ist okay. Irgendwas ist kaputt gegangen. Warum ist der Turm beschädigt worden? Komisch. So, und unsere Ziegen, die können ja trotzdem hier bleiben. Das bauen wir hier hinten hin. So. Unsere Ziegen lassen wir einfach da. Ich meine, warum nicht? Die tun ja jetzt niemandem weh, wenn die da stehen. Gut. Bisschen aufgeräumt. Sieht auf jeden Fall cooler aus jetzt. Okay, wir holen uns das letzte Level ab. Level 40. Jawohl. Und die letzte Fähigkeit. Geschicklichkeit. Cool. Jetzt sind wir gut ausgerüstet. Was haben wir da noch drin? Kommunikation, Namensschild. Was für ein Namensschild? Karen Core, Virgil und der Herr des Staubs. Ja, das habe ich mir schon immer gewünscht. Sehr schön. Ich bleib bei meinem Peace Walker-Symbol. Was kann ich jetzt hier machen? Grabung am Basislager. Wie aus Singularitäten auf Bergungsmissionen kannst du auch im Basislager Iris-Energie gewinnen und Schatzkisten erhalten. Die Abstände zwischen den Wänden sind im Vergleich zur Bergungsmission allerdings wesentlich größer. Die Grabung wird fortgesetzt, bis du sie entweder während eines Intervalls anhältst und deine Belohnung erhältst oder der Feind den Bagger zerstört. Wenn der Bagger zerstört wurde, bekommst du keine Belohnung, daher solltest du dir die Angriffsvorhersagen ansehen und genau abwägen, ob du die Grabung fortsetzen oder abbrechen möchtest. Bei der Auswahl eines Basislager-Grabungsplans oder am Ende eines Intervalls zwischen den Wellen kannst du festlegen, ob du dich selbst um die nächste Welle kümmerst oder dies deiner Mannschaft überlässt. Wenn du die Abwehr der Basislager-Grabungswelle selber nimmst, greifen die Kreaturen sofort an. Wie bei Bergungsmissionen gilt die Welle als abgeschlossen, wenn du den Bagger eine bestimmte Zeit lang verteidigen kannst. Überlässt du die Abwehr der Basislager-Grabungswelle deiner Mannschaft, führt das Basisverteidigungsteam sie automatisch durch und das Ergebnis wird umgehend angezeigt. Das Ergebnis der automatischen Verteidigung wird beeinflusst durch den Rang des Basisverteidigungsteams, die Verteidigungsfähigkeit des Basislagers zum Zeitpunkt des Angriffs sowie die Zusammensetzung der feindlichen Truppe. Automatische Verteidigungen durch die Mannschaft werden beeinflusst vom Rang des Basisverteidigungsteams und der Verteidigungsfähigkeit des Basislagers. Letztere fällt je nach Platzierung von Abfang- und Verteidigungseinheiten unterschiedlich hoch aus. Durch Platzieren von Abfangeinheiten kannst du die Verteidigungsfähigkeit des Basislagers stark erhöhen, allerdings ist die Haltbarkeit dieser Einheiten nicht sonderlich hoch. Verteidigungseinheiten können Feinde zwar nicht direkt angreifen, Angriffe jedoch aufgrund ihrer hohen Haltbarkeit über längere Zeit standhalten. Lege die richtige Kombination beider Einheitstypen fest, um eine effektive Verteidigung deiner Basis zu gewährleisten. Das hört sich irgendwie komplett komisch an. Basislagergrabung Test. Eine Welle, Kreaturengrundstufe 25, Wellenintervall. Okay. Sollen wir das mal machen? Komm, machen wir mal. Selbstverteidigen, natürlich.
Ah, Mist, ich hätte mich vielleicht vorbereiten sollen. Das war ein bisschen doof von mir. Egal. Werden wir überleben, hoffentlich. Erstmal kurz was essen und trinken. So, Milch und eine Kartoffel und ein Mais und Tomate und Zwiebel. So. Da kommen schon die ersten. Wie lange geht denn das jetzt? 6 Minuten. Eine Zwiebel, das ist doch schön. Das freut mich aber. Na, du hässliches Ding. Mach mal Bumm. Komm, mach Bumm. Jawohl. Wo rennt denn der jetzt hin? Ups. Danke. So. Mist, jetzt kommen die schon von der anderen Seite. Ich bin noch gar nicht bereit. So. Einmal, zweimal. Du auch noch, komm. So. Das Zwiebelchen muss auch leider sterben. Und dann muss ich nach da hinten. So. Die sind schon. Mist, die sind schon am. Die sind schon im Camp. Nein! Oh Gott. Ihr macht alles kaputt. Weg mit dir. Ach, verdammt. Wie ihr macht meine Felder kaputt. Hört auf damit. Ist keine Munition mehr, oder? Doch, 3. So. Hörst du auf? So. Heilige Scheiße. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Ah, 3 Minuten noch. Meine Waffe ist leer. Ich habe jetzt auch keine Zeit oder Lust, noch Munition zu holen. Ich bin doch doof. Ich habe überall diese Geschütztürme hingebaut. Warum benutze ich die nicht? So. Okay, 2 Minuten noch. Der Schrott muss weg. Ist sehr sinnvoll, da einen Geschützturm hinzubauen, wenn ich ihn einfach nicht benutzen kann, weil da was im Weg ist. Warte, ich nehme den da. So, hi. Abfänger, cool. Was auch immer ich das jetzt bekommen habe, soll mir recht sein. Die sind da. Ach, guck mal, die machen den Schrott für mich kaputt. Das ist gut. Habe ich nichts dagegen. Danke. So. Danke, dass ihr mir die Sicht freigebaut habt. So. So. 1 Minute noch. Komm, das schaffen wir jetzt.
Hier hinten sind wir halt ein bisschen ungeschützt, weil hier alles kaputt ist. Haben die das jetzt echt... Die haben das kaputt gemacht. Och Mann. Gibt's doch nicht. Schweinerei. Ich hätte hier einen Geschützturm da... Ich hätte tatsächlich hier noch irgendwo einen Geschützturm bauen müssen. Vielleicht versetze ich das einfach alles nochmal nach eins nach hinten. Da kommen Kreaturen. Da hinten auch. Ach, 30 Sekunden noch. Ich glaube, die... Schaffen die es überhaupt noch hierher? Ich glaube nicht. Nö, schaffen sie nicht. Und tschüss. Wieder mal. Bye bye. Hehehe. Das war einfach, sagt er jetzt im Nachhinein. Obwohl er gerade eben ziemlich geschwitzt hat. Ah, da. Cool, was bekomme ich dafür jetzt? Nichts. Wird nichts angezeigt. Warte. So, jetzt. Zeig mal, was kriege ich denn? Maschinengewehrgeschützturm. Das ist gut. Das gefällt mir. Das ist das Automatische. Ich habe etwas mit dir zu teilen. Listen to this. Aha. It's Morse code, an SOS to be precise. Situation report updated. Check your iDroid for details. Notsignal empfangen. Was ist das hier? Starke Kreatur entdeckt. Hä? Wie jetzt starke Kreatur entdeckt? Was soll das denn? Doppelwassertank. Wo habe ich den jetzt auf einmal her? Ja, wo baue ich denn hin? Komm, kriegen die Ziegen ein. Und der andere wird hier hingestellt. So. Sonst noch irgendwas, was ich bekommen habe? Nö. Und ein Maschinengewehrgeschütz. Zum KI-gesteuerte schwere Maschinengewehreinheit. Sehr schön. Die habe ich mir die ganze Zeit gewünscht. Wir könnten auch ein paar hinstellen. Aber das machen wir später. Wo muss ich denn hin? Notsignal empfangen? Ist es das, was ich brauche? Wahrscheinlich, ne? Container ist aufgetaucht. Ja, dann gehen wir mal da kurz rüber. Verdammt, ich habe gedacht, wir sind jetzt fertig. Jetzt geht es hier noch weiter. Ich meine, ich freue mich natürlich, aber... Ich dachte, ich mache jetzt einfach nur den Endkampf und dann war's das. Dann kann ich das nächste Mal aufnehmen. Aber wenn jetzt die ganze Zeit hier irgendwelche Sachen passieren, dann möchte ich natürlich auch wissen, was da abgeht. Verständlicherweise. Apropos, wo ist eigentlich mein... Wo ist denn mein Handy? Ich habe mein Handy gar nicht hier. Nein, ich bin von der Welt disconnectiert. Rescue the target as quickly as possible. I've marked the predicted location. Alles klar. Jo, gleich. Lass mich erstmal Munition herstellen. So. Perfekt. Na komm mal, warum können wir auf einmal so viel mittragen? Wahrscheinlich, weil ich so wenig Materialien jetzt nur noch habe. So, wo gehen wir hin? Da. Starke Kreatur. Wahrscheinlich die ganzen... Dieses komische Alien-Viech da. Wo wir schon in der Rettungsmission kennengelernt haben.
So, weil wir jetzt das wunderhübsche Bandana anhaben, können wir natürlich nicht sehen, dass wir die Sauerstoffmaske anhaben. Warum sind hier jetzt Gepanzerte? Das ist doch nicht wahr. Ich hasse Gepanzerte. So. Das war ein Gepanzerter. Sehr schön. So. Ich habe meinen Sauerstofftank vergessen. Hupsi. Egal, das sind 300 Meter. Das kriegen wir hin. 200 Meter. Nikolas ist krank. Warum? Was hat er getan? Hi. So. Ist das jetzt die neue Herausforderung, dass hier ganz viele Gepanzerte sind, oder? Aua. Hey. Ganz ruhig, Kollege. So. Selber schuld. So, totgetreten. War da was? Nö. Oh ja, unser Schlappi hier, der kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Oh nein. Ein Mörserchen. Und was ist denn hier los? Warum sind jetzt überall diese speziellen Charaktere? Das ist doch nicht wahr. Vor allem, ich muss jetzt nachher noch durch, ne, wenn ich den Typen hole. Was? The Man on Fire, bist du das? Aua! Ich bin tot. Was zum Fick? Was sind das für Dinger? Weiß ich doch nicht. Ich bin selber gerade verwirrt. Warum brennen die? Ich meine, es ist, ich weiß nicht, es ist gut, dass wir die Eismachete dabei haben, aber jetzt, was wäre, wenn nicht? Alter, was geht hier ab? Ich will doch nur diesen Arsch da retten. Warum kommt da jetzt so ein heftiger Widerstand? Das ist doch nicht normal. Ja, habe ich ja eigentlich vor, aber da sind so viele Viecher, die mich töten. Helf mir doch mal. Guck mal, die könnt einfach mit da reinwandern und einfach alles bumm, tschakalaka, fertig. Oder nicht? Ich laufe jetzt einfach an allem vorbei, was mich töten möchte. Alles scheißegal. Ja, Mama. Nein, Mama. Sehe ich nicht ein. Okay, das ist ein Mörser. Das sehe ich. Oh. Kann ich den greifen? Echt jetzt? Tschüss! Mitkommen. Der Verfolger ist auch gestorben. So. Ah, nicht selber runter. Nicht selber runter. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Mit X, okay. So. Hätte mich fast selber umgebracht bei der Aktion. Da oben ist schon wieder ein Mörser. Warte, ich schnapp mir den jetzt. Er kommt da. Ach, ich kann's sogar. Dann komm mal her, Kollege. Tschüss. Ui, ja, ganz viele Leichen. Ich freue mich.
Das ist ein Mörser. Und der hat da oben anscheinend Spaß, so wie es aussieht. Und tschüss. Hey. Trottel. Na, damit hast du nicht gerechnet, ne, Kollege?